herzlich willkommen zur neuen Folge auf Mikes Hobbyzimmer. Ich bin der Mike und das ist der Speedport W503V Typ C, gezimmert von Arcadian. Jo, sieht halt aus wie ein typischer Speedport aus der Serie, auch aus der Gehäusebaureihe. Alles einheitlich, nur dass dieses Gehäuse ein bisschen größer ist als der Speedport 503 Typ A. LEDs haben wir hier oben, die paar Stück. Power DSL, Online, WLAN, Internet und Festnetztelefonie. Auf dieser Seite haben wir keine Aussparung für einen USB-Port. Da auch nicht. So, so sieht der von hinten aus, der kleine. Unten, müssen wir mal gucken, haben wir nichts. Dann haben wir hier einmal den Anschluss für Telefon. Da könnt ihr einmal ein ISDN-NTBA anschließen, falls ihr noch einen haben solltet. Ansonsten kommt die Dose an den Splitter. Diese kommt ebenfalls an den Splitter, an den DSL-Port vom Splitter. Das ist hier der Vierfach-Switch in der 10/100 Megabit die Sekunde Ausführung. Dann haben wir hier den Reset-Knopf. 2 Sekunden gedrückt halten, Neustart, länger als 5 Sekunden gedrückt halten, wird der Router auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Stromanschluss. Hier kommen die beiden, können die Telefone anschließen. Telefon, Modem, Faxgerät, was immer ihr habt, was hier über TAE verbunden werden kann. Und dann haben wir hier oben noch das Knöpfchen, wo man das WLAN ein- und ausschalten kann. Hier sind noch die ganzen Daten vom Speedport, wie Gerätepasswort, Aufruf der Web-Oberfläche über den Browser, was für ein Speedport ihr habt, WLAN, SSID, WLAN-Schlüssel und die Seriennummer. Und der Ganze ist hier gezimmert worden 2009 im September. Und made in China. So, wie ihr es von mir gewohnt seid, gibt es noch ein paar Daten zu dem Kleinen. Den kann man anschließen an ADSL und ADSL 2+. Zugänge. Das Modem ist nicht VDSL-fähig. LAN-Ports haben wir gesehen, 4 Stück. Die sind jeweils, können jeweils 10 bis 100 Megabit die Sekunde. Dann das WLAN kann 45 Megabits die Sekunde nach dem Standard 802.11a. Dann kann er 11 Megabit die Sekunde nach dem Standard 802.11b, dann nochmal 54 Megabit die Sekunde nach dem Standard 802.11g und 300 Megabit die Sekunde nach dem Standard 802.11n. Er funkt im WLAN-Frequenzband 2,4 GHz und 5 GHz. 2 TAE-Steckerchen haben wir hinten gesehen, Anschlussbuchsen für Telefone, Modem, was weiß ich, was ihr alles über TAE da anschließen möchtet, das geht. So, Maße sind Breite 182 mm, Tiefe sind 139 mm, die Höhe 67 mm, Leistungsaufnahme maximal 12 Watt, Hersteller Arcadian und das war's noch nicht ganz. Die Markteinführung des Modells 503 Typ B war im Mai 2009. Er hat bekommen ein paar Firmware-Updates, nämlich die 1.1.0.00 im Jahre 2011 im Februar, dann die Version 1.11.000 im Jahre 2016 im November, dann die 1.12.00 im Jahre 2016, einen Monat später, nämlich im Dezember, und dann die letzte Firmware-Revision war gewesen im Jahre 2017. Im Januar. Das ist dann die 1.13.00. So, die musste ich noch vorhin drauf machen, weil dieser Router hatte nämlich die Firmware 1.10.00 aus dem Jahre 2011. Ja, das waren die technischen Daten und wir gucken uns mal ein bisschen die Oberfläche an. Das ist die grafische Oberfläche, die Web-Oberfläche hier von dem Speedport, hierüber wird der kleine konfiguriert, sieht genauso aus wie die Oberfläche von den anderen Speedports. Einziger Unterschied ist dann hier die Bezeichnung. Allerdings wird hier nicht gezeigt, welchen Speedport ihr habt,
So, eben Status gucken. Steht hier übrigens auch nicht drin. So, das ist jetzt die aktuellste Firmware, die es für den Kleinen gibt. Die habe ich vorher noch drauf geschmissen, weil vorher war hier die Version 1.10.000 drauf. Ja, Konfiguration starten. Wieder mit dem Explorer, weil unter Firefox geht das nicht, weil auch er das Problem hat mit dem abgelaufenen Zertifikat. Seht ihr auch hier oben, weil hier steht Zertifikatsfehler. Gerätepasswort einfügen und weg damit. Ne, falsches Passwort, versuchen wir es erneut. Wieso? Hat auch gerade noch funktioniert. Kaum macht man es richtig, da klappt es auch schon. So, die Oberfläche, altbekannte seit der, was weiß ich, welchen, ich glaube seit Anbeginn der Speedport sogar, hat sich die Oberfläche nicht geändert, auch nicht. Außer hier, dass jetzt hier oben T-Home steht und alles hier schwarz ist. Dass man hier sehen kann, die einzelnen Komponenten des Routers, dass man die hier drüber gehen kann und man an der Seite unter Info sieht, was genau das Ganze bedeutet, was die machen. Ja, und hier natürlich hier wieder kein Internet verfügbar. Normalerweise ist das Ding dann hier grün, aber hier natürlich Magenta mit dem Blitz durch, weil wegen wir haben keine Zugangsdaten und der Kleine hängt auch nicht am DSL-Netz. So, Schritt für Schritt, das kennen wir alle schon. Sicherheit, ich gehe einfach nur mal kurz durch. Kennen wir alles. Da hat sich nicht viel geändert. Hier hat sich auch nichts viel geändert. Eben mal kurz gucken bei den dynamischen DNS, was man da jetzt auswählen kann. Na, nicht viel, außer dass Self-Host jetzt hinzugekommen ist und No-IP. Aber interessanterweise bei diesen Routern kann man nicht benutzerdefiniert eingeben. Das ist erst bei den, interessanterweise bei den älteren Speedports eingeführt worden, bei den Speedports der 700er Reihe, wie den 700er zum Beispiel, den 721er. 27er war das gewesen, ne? Ja, genau. Wie wir es gesehen haben. Warum jetzt bei diesen hier keine Ahnung. So, Netzwerk, Telefonie, hat sich auch nichts geändert. Status sieht immer noch so aus. Hier steht, hätten sie auch dabei machen, schreiben können, dass da steht dann Typ A oder Typ C. Jetzt haben wir noch im Angebot, das ist die Übersicht. So, Detailsicherheit, Netzwerk. Eben mal hier reingucken. Na, hier steht jetzt Routername Typ C zum Beispiel drin, im LAN, hier im WLAN. Na, Systemmeldung, der ganze, der befindet sich immer noch im Jahre 2010, 10.12. Auch hier hat die Firmware das Update nicht dazu, den Router dazu verleitet, doch auf 2017 zu gehen, weil bei einigen anderen Routern ist es so, dass dann halt das Erstellungsdatum der Firmware als Anfangsdatum genommen wird, wenn der Router hochfährt und kein aktuelles Datum vorfindet. Aber hier gibt es auch keine Möglichkeit, da ein aktuelles Datum einzutragen. Nochmal weitere Informationen. Hilfsmittel. Laden und sichern. Und das war's hier von der Oberfläche. Also da ändert sich so gut wie nie was. Damit würde ich sagen, das war's von der Oberfläche. Und wir gucken uns die Kleinen mal gleich von innen an.